Genau, ja, es gibt mehrere Arten, seine Mails abzuspeichern, wenn man sie auf der Platte haben will oder auch wenn man sie auf einem Mail-Server haben will und ein Mail-Server ist. Manche Mail-Server machen ja irgendwie so komische proprietäre Formate oder Formate, die nur sie selbst benutzen. Aber Dovecot zum Beispiel, ein IMAP-Server, der benutzt dieses Mail-Dir-Format. Und dieses Mail-Dir-Format ist eigentlich als Nachfolger sozusagen oder als Konkurrent zu dem Mailbox-Format, also .mbox, entstanden. Und das war halt das, was früher auf Unixen verbreitet war. Irgendwie alle Mails kommen in eine Datei und chronologisch geordnet oder wie auch immer geordnet. Und das hat halt nur das Problem, wenn man gleichzeitig Mails lesen will oder irgendwie verschieben, löschen, also mit einem Mail-User-Agent da drauf gucken will, dann kann man nicht gleichzeitig irgendwen anders da hinten an diese Datei dranhängen lassen, weil wenn man gleichzeitig was löscht und am anderen Ende was anhängt, dann kann es vielleicht passieren, dass da Mails verloren gehen oder Teile von Mails doppelt drin stehen nachher. Also war die Folge daraus halt immer, dass diese Mbox irgendwie gelockt wurde, also exklusiver Zugriff. Entweder für den Mail-User-Agent oder halt für den Prozess, der halt danach die Mails ausliefert und an diese Datei anhängt. Deswegen haben sich Leute, in diesem Fall Dan Bernstein, dieses Mailbox-Verbot ausgedacht, das einfach so arbeitet, dass jede Mail eine Datei auf der Platte ist. Und es gibt hier, ich kann euch das auch gleich nochmal an einem Live-Beispiel zeigen. Kann man das lesen? Mäßig. Kann man das besser lesen? Okay. Es gibt in jedem Ordner, der ein Mail-Dir ist, sozusagen drei Unterordner: Cur, New und Temp. Und was ein Mail Delivery Agent, also ein Programm, was deine Mail einsammelt und dir in deine Mailbox ausliefert, im Endeffekt tut, ist, in diesen Ordner namens Temp zu schreiben. Was bei mir gerade nicht der Fall ist. Und sobald ein Mail-User-Agent oder irgendein anderes Programm, was halt auf diese Mail, die er zugreift, da reinguckt, verschiebt es erstmal diese Dateien von Temp nach New. Beziehungsweise das kann auch der Mail-Delivery-Agent selber machen. Und in New liegt sozusagen danach die neue Mail, die noch nicht irgendwie angefasst wurde. Jetzt sieht man hier, diese Mails sind entsprechend benannt, dass sie unique sind. Das hier ist der Unix-Timestamp, zu dem diese Mail ausgeliefert wurde. Dann ist hier irgendwie, glaube ich, die Prozess-ID von dem Prozess drin, der sie ausgeliefert hat, und der Hostname. Je nachdem, mit welchem Programm man sich diese Mail jetzt erzeugen lässt, steht da auch noch mehr drin. Unter anderem halt sowas wie in meinem Fall halt die UUID von der Mail auf dem IMAP-Server, von der ich sie synchronisiere. Genau. Und wenn ich mir jetzt hier so eine mal angucke, dann eine angucke. Achso, ich muss da ein New davor schreiben. Dann sieht das aus wie ganz normale Mail, wie ihr hoffentlich erkennen könnt. Also im Prinzip das, was man in Thunderbird sehen würde, wenn man halt die Mail-Ansicht, die Quelltext-Ansicht aufmacht. Genau. So, was gibt es noch zu diesem Mail dir zu sagen? Genau, wenn ein User-Agent diese Dateien sozusagen als gelesen markieren will, dann verschiebt er sie einfach in das Curl-Verzeichnis. Und hier stehen am Ende irgendwie so eine 2, eine Komma und irgendwelche Zahlen, Buchstaben dahinter. Das sind im Endeffekt Flags. Also wie man irgendwie auf IMAP irgendwie diese Flags gelesen oder geantwortet oder Spam oder so kennt, gibt es hier auch eine vordefinierte Anzahl von Flags in dieser sehr kurzen Spezifikation. Einfach P, also irgendwie passed oder weitergeleitet, R, replied, S, das hat alles, was schon mal irgendwie angefasst oder gelesen wurde oder trashed, weiß nicht, ob das manche benutzen. Draft und flagged ist halt dieses Sternchen im Prinzip in Mail-Programmen. Genau.
Jo, das ist das, was vordefiniert ist. Man kann das aber auch im Prinzip für die anderen 20 Buchstaben des Alphabets beliebig definieren. Und kann sich die dann so rausfiltern, wie man sie nachher irgendwie für einen Sinn ergeben. Gut, das war eigentlich zu Mail.de. Gibt es dazu noch Fragen? Ja. Was ist das Login-Protokoll, wenn zwei User Agents gleichzeitig ein Flag setzen wollen? Der schnellste gewinnt. Und der andere sieht dann, dass der Move fehlschlägt und jammert oder macht dann irgendwas. Ja, das kommt halt drauf an. Es gibt halt. Gibt da, glaube ich, ist, Aber glaube jetzt ich, nicht. nicht beschrieben irgendwie, oder? Ist ein Move nicht eigentlich recht atomar? NFS-Move auch? Also, was du wahrscheinlich. Ist der Claim NFS-Kompatibilität Was, ist die ja, was Frage. du wahrscheinlich dann nachher haben wirst, ist zwei verschiedene Prozess-IDs in der Mail. Das heißt, du hast nachher zwei Mails mit verschiedenen Prozess-IDs Ja. im Dateinamen und verschiedenen Flags hinten dran. Ich hätte gesagt, das ist irgendwie Aufgabe vom Dateisystem, das zu Kann lernen, auch dass das sein, nicht ja. passiert. Bin ich nicht so sehr drin. Okay. Nein. Gut. Für mich ist der beste Anwendungsfall dieses Protokolls, dass ich meine Mails alle lokal habe und dadurch durchgreppen kann, ohne irgendwie durch eine komplette M-Box mit 20.000 Mails zu greppen. Und wie man hier sieht, kann man im Prinzip auch beliebige Unterverzeichnisse einfügen. Und jedes davon hat halt diese New, Curl und Temp-Unterverzeichnisse. Und sich so Verzeichnisstrukturen aufbauen. Gut. Dann habe ich letztens einen User Agent gefunden, der Emblaze heißt und sehr nach der Unix-Philosophie arbeitet. Mal kurz ein anderes Fenster hier rüber. Ach so, das kann ich da jetzt nicht snappen. Ne? Dann muss ich das so händisch snappen. Bitteschön. So, so, und zwar, die Unix-Philosophie sagt ja, tue ein Ding und tue das gut. Dementsprechend besteht Emblaze auch aus einer Reihe von verschiedenen Commands, irgendwie, die alle ein Ding tun und das halt sehr gut. Zum Beispiel irgendwie Dinge in Ordner speichern oder Search Message Matching a Pattern oder irgendwie Generate One-Line Message Summaries, Reply to Messages und so weiter. Also jedes Ding tut nur ein Ding. Jedes Binary tut nur ein Ding, genau. Wenn man jetzt zum Beispiel ich habe ja hier irgendwie noch eine neue Mail drin, würde ich erstmal sagen, liste mir doch mal alles, was hier noch ungesehen. Achso, ungesehen ist, und zwar in diesem Ordner. Aha, ja. Ungesehen und neu. Also ungesehen bezieht sich auf dieses Flag S, was hier hinten bei manchen dran ist. Aber neu bezieht sich in diesem Fall auf diesen Ordner neu. Und das sind entsprechend diese Dateien. Jetzt könnte ich sagen, ich bin mal irgendwie daran interessiert. Ich mache das mal etwas größer hier. Ah, sehr schön. Bin mal irgendwie dran interessiert, was da so drin steht. Das sind zum Beispiel die Subjects hier drin. Ich habe es, glaube ich, falsch rum benutzt. Ich glaube, ich muss doch ein großes N benutzen. Dum, dum, dum. Only list messages in new. Genau, das wollte ich doch haben. Genau. Ja, dann weiß ich schon mal, wer mir so geschrieben hat und worum es da geht. Wenn ich auch noch sozusagen die Thread-Ansicht sehen will, dann würde ich da ein mthread dazwischen tun und kriege sozusagen hier so Thread-Dinge dazu. So, jetzt könnte ich zum Beispiel irgendwie versuchen, diese Mails zu lesen. Diese Commands, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, die funktionieren alle so, dass ein Command seine Dinge an ein anderes Command weitergibt, zum Beispiel mthread. Macht diese Thread-Ansicht und drückt die so ein bisschen ein, aber es sind immer noch Dateinamen. Und mscan macht entsprechend dann halt diese Listenansicht daraus. Damit kann ich jetzt aber nicht weiter viel anfangen, weil die meisten anderen Commands irgendwie eine
auf diesen Dateinamen arbeiten. Deswegen gibt es in Emblaze sozusagen so Sequenzen. Im Prinzip funktioniert das so, dass man dieses msec-Command benutzt. Hoppala. Und wenn ich jetzt sozusagen msec-s sagen würde, dann habe ich nachher in meinem Home-Verzeichnis eine Sequenz namens sec und die enthält im Prinzip diese Dateien. Und damit kann ich dann nachher mehr machen, zum Beispiel. Bei einem mlist könnte ich hier statt dem Punkt, da bin ich mir gerade nicht so sicher, ich gucke noch mal kurz nach. nee, das basiert wirklich auf Directories. Okay, das ist also ein schlechtes Beispiel. Aber mlist-Punkt gibt mir ja sozusagen erstmal die Dateien in dem aktuellen Verzeichnis aus. Die könnte ich jetzt mit mless einzeln angucken. Kann dann irgendwie so mit Doppelpunkt P und mit Doppelpunkt N durchsteppen und kriege auch oben immer irgendwie so schön die Liste angezeigt. Genauso gut, wenn ich mless aber keine Parameter gebe, dann nimmt es einfach die Dinge, die in dieser Sequenz da, die ich vorher mit msec erzeugt habe, einfach drinstehen. Und da könnte ich jetzt auch sagen, gib mir mal irgendwie daraus die dritte Nachricht oder so. Genau. Oder wenn ich auf diese dritte Nachricht replyen will, dann nehme ich einfach mrep3 und dann habe ich einen Vim und kann die nachher mit meinem, gute Frage, mit mdeliver, das habe ich noch nie gemacht, oder halt einfach mit Sendmail irgendwie wieder verschicken. Genau. Wofür sowas gut ist, ist, wenn man ein Archiv von einer Liste haben will, zum Beispiel einer Vorstandsliste, und hier so einen Index daraus generieren will, aber gleichzeitig irgendwie noch einen, also einen durchsuchbaren Index sozusagen in einer einzelnen Datei, aber gleichzeitig halt nochmal als einen Mail-Dir da haben will, sodass man das mit einem Mail-Client angucken kann. Und ich glaube, das war alles, was ich erzählen wollte. Oh, warte, wir können das nochmal aufräumen hier. Cancel. Können das nochmal aufräumen hier mit minc. Schiebe ich alle Dateien von new nach cur. Das heißt, in new sind jetzt keine Dateien mehr drin, weil ich die jetzt alle sozusagen einmal angefasst habe oder angesehen habe. Und mit mflag könnte ich halt zum Beispiel dieses minus sflag setzen. Muss ich gerade auch noch mal gucken, wie man das bedient. Groß S, ne? Ja, Mark Messages as seen. Flag S, Punkt, alle hier sind, habe ich gelesen, ja. Okay, das war's. Hast du einen Ansatz, das Discoverability-Problem zu lösen? Discoverability? Ja, Was? das, also ich meine, woher weiß man, was was tut und Man-Pages scannen? Aber wie war das jetzt nochmal mit dem oder dem? Hast du ja selber irgendwie zwei, dreimal. Das ist so das Hauptproblem, was ich mit so einem Tool habe. Ansonsten ist es tendenziell nicht schlechter als jeder andere Mail-Client, weil Mail-Clients nicht so gut sind. Ja, aber selbst selbst the mail client that sucks the least hat irgendwie hier so eine Liste von Optionen, die man alle auswendig können muss. Ja, das ist genauso scheiße, das ist völlig Ja. richtig. Aber Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da ein bisschen was machen kann. Also zum Beispiel gibt es dafür vernünftige Completions. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man in einem ja, Mail-Dir ist, okay. dass einem die Shell so ein bisschen sagen kann, was gerade in dem Mail-Dir los ist. Ja. Oder dass man mit diesen Sequence-Dateien, dass man darüber irgendwie so einen Status sich dazu holt. Und da kann ich mir vorstellen, dass man damit einen guten, schnellen Workflow hinkriegt. Ja, das stimmt, ja. Aber du hast das jetzt auch erst irgendwie vor 2, 3 Wochen gefunden, sagst du? Ja, genau. Also, naja, gefunden habe ich es schon eine Weile her, aber im Prinzip genutzt dafür. Auch ganz viel koreanischer Spam.
Ja, also das ist irgendwie. So scheiße ist das nicht, ne? Nee, weil das für die Schädchen nehmen. Ja, das für die Lesen. Prompteltern? Ein Schelmbecklein, genau. Ich glaube, wenn man eine Mail ist, muss man nicht mal prompt machen, da kannst du einfach richtigen Status. Jo, gut, dann danke.